Luca. Hey, wie geht's? Luca. 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 Oh, Luca. Was geht, Laura? Wie lange bist du denn schon hier? 5 Minuten. Sorry, ich war hier gerade voll im Modus mit dem Video. Ist kein Problem. Was guckst du denn? Ich habe hier so ein Video gefunden von einem Typen in Peru, der verklagt RWE. Der ist ein Kleinbauer und irgendwie Bergführer. Und der wohnt in so einem kleinen Bergdorf in den Anden. Und da gibt es einen Gletscher und gibt es auch einen Gletschersee. Und der droht halt gerade überzuschwappen und das ganze Dorf irgendwie zu versenken. Und was hat RWE damit zu tun? Ja, RWE ist das Unternehmen mit den größten CO2-Emissionen Europas. Und obwohl die kein Kraftwerk in Peru haben, will der Kleinbauer halt RWE verklagen. Mir fällt gerade ein, dass ich eine Bekannte habe hier in Hamburg. Die studiert ein bisschen was, was so in diese Richtung geht. Vielleicht haben wir einfach mal zu der Uni und fragen nach. Ey, klingt super. Kommst du mit? Auf jeden Fall. Alles klar. Ich habe jetzt einen Termin mit Professor Schäffran, während sich der Luca mit Dr. Link treffen wird. Herr Professor Schäffran, mein Kollege der Luca hat mir erzählt, dass es einen peruanischen Kleinbauern gibt, der RWE verklagt. Haben Sie davon gehört? Ja, der Fall ist mir bekannt. Es gibt verschiedene Beispiele weltweit von Menschen, die versuchen, sich zur Wehr zu setzen gegen den Klimawandel, auch mit juristischen Mitteln. Der Klimawandel wird ja von Industrieländern zum größten Teil verursacht durch die Freisetzung von Treibhausgasen, die die Erdatmosphäre erwärmen und damit die klimatischen Verhältnisse weltweit verschieben und auch die Ressourcenverteilung beeinflussen. Und das hat Auswirkungen weltweit, aber vor allem auch in den Entwicklungsländern, trifft dort vor allem auch die arme Bevölkerung. Und in welchen Regionen forschen Sie? In meiner Forschungsgruppe Klimawandel und Sicherheit geht es um die Sicherheitsrisiken in verschiedenen Erdteilen, zum einen das nördliche und östliche Afrika, das südliche Asien, auch China steht im Blickpunkt. Interessant ist hier vor allem das Verhältnis zwischen Stadt und Land, das ja auch durch den Klimawandel beeinflusst wird, wenn etwa die Wasserversorgung von großen Städten durch den Klimawandel beeinträchtigt wird. Wer genau ist in Ihrem Forschungsteam? Ja, es gibt in meiner Forschungsgruppe etwa ein Dutzend Wissenschaftler, die in diesen Fragen arbeiten. Für verschiedene Regionen gibt es Teams, die hier zusammenarbeiten. Ein Kollege ist Dr. Michael Link etwa, der das am Beispiel der Nilregion untersucht, am Nil. Delta, diese Auswirkungen des Klimawandels auf größere Städte, die dort liegen. Herr Dr. Link, wozu forschen Sie genau in der Nilregion und speziell in Ägypten? In der Nilregion beschäftige ich mich mit der Wasserverteilung des Nils, denn es ist gerade in Zeiten des Klimawandels ausgesprochen wichtig zu wissen, wie viel Wasser im Nil verfügbar ist und wie viel Wasser die einzelnen Anrainerstaaten wirklich bekommen können. Und gerade wenn die Landwirtschaft in der Nilregion, die in der Delta-Region liegt, zu wenig Wasser bekommt, dann müssen sie auf Grundwasser zurückgreifen, was zu Landsenkung führt. Und diese Landsenkung würde dann die Auswirkungen des Meeresspiegelanstiegs, der im östlichen Mittelmeer besteht, deutlich verschärfen. Was wäre denn das Worst-Case-Szenario für die Region? Simulationen von Kollegen mit einem Meeresspiegelanstieg von 1 Meter im östlichen Mittelmeer haben ergeben, dass man dann davon ausgehen müsste, dass eine Stadt wie zum Beispiel Alexandria sehr stark durch den Meeresspiegelanstieg bedroht wäre. Und man müsste davon ausgehen, dass es vielleicht dazu kommt, dass eine Anzahl von mehreren Millionen Menschen, die dort leben, plus Sachwerte in Form von Hafenanlagen, Kulturgütern umgesiedelt werden müssten. Und wie geht das? Wie können Sie so präzise in die Zukunft schauen? Natürlich hängt eine zukünftige Entwicklung von vielen Faktoren ab. Zum einen der Wasserverfügbarkeit im Nil, je nachdem wie viel Niederschlag in Zeiten des Klimawandels in der Region fällt, dann wie viel Wasser durch die einzelnen Staaten entnommen wird, wie viel Wasser durch die Landwirtschaft in der Nilregion, gerade im Delta in Ägypten entnommen wird. Und erst wenn man das alles betrachtet hat, dann kann man sehen, wie groß der Effekt des Meeresspiegelanstiegs netto denn eigentlich ist. Vielen Dank für das Interview, Herr Dr. Link. Und damit zurück zu dir, Laura. Dankeschön, Luca. Ich bin jetzt hier gerade bei Professor Ratter. Ich war vorhin schon bei Herrn Professor Schäffran und der hat mir gesagt, dass es wohl so ist, dass vor allem die sich entwickelnden Länder so betroffen sind vom Klimawandel. Was ist da so Ihre Erfahrung? Ja, ich könnte diese Erfahrung bestätigen. Ich arbeite ja anders als Herr Professor Schäffran, vor allem über kleine Inseln. Small Island Developing States, also kleine Entwicklungsinselstaaten, die mit dem Klimawandel schwer zu kämpfen haben. Vor allem, wenn es flache Korallenbankinseln sind, wo der höchste Punkt vielleicht 3 Meter über dem jetzigen Meeresspiegel liegt. Ich würde aber gerne etwas erzählen aus den Bahamas, wo wir gerade eben auf einer Feldforschung waren. Das war sehr interessant, vor allem in Kombination mit den Gesprächen mit den Politikern auf den Bahamas. Man muss da sich manchmal fragen, ob bei denen eigentlich so das schon wirklich angekommen ist, dass Klimawandel vor der Tür steht. Die Politiker auf den Bahamas haben das Primat der Wirtschaftsentwicklung. Ihnen ist Tourismusentwicklung als allererstes wichtig. Und wenn irgendein Investor
ins Land eingeladen werden kann, dann geht man auch so weit, dass man mal Sumpfgebiete zuschüttet, dass man die Infrastruktur direkt an die Küste legt, dass man irgendwelche riesigen Hotelkomplexe eben relativ ungeschützt direkt an Küstenstreifen baut. Ein anderes Beispiel in diesem Kontext wären die Malediven hier südwestlich von Indien. Der ehemalige Präsident der Malediven ist berühmt geworden dafür, der bekannt geworden dafür, dass er eine seiner Kabinettssitzungen unter Wasser abgehalten hat, um die internationale Community darauf aufmerksam zu machen. Wir sind kurz vor dem Ertrinken. Das war ganz bestimmt ein guter PR-Gag, wenn man das so sagen darf. Er verstand es zumindest auf der Klaviatur der internationalen Politik zu spielen. Kleine Inseln sind Opfer, nördliche Industriestaaten sind die Verursacher von Klimawandel. Das ist nicht so generell für alle zu sagen, aber ich glaube, das Bahamas-Beispiel zeigt sehr schön, man muss jeden einzelnen Fall für sich anschauen und ein bisschen was von den Gefahren ist auch hausgemacht. Nun befinden wir uns ja gerade in Hamburg. Die Küste ist nicht besonders weit entfernt. Werden wir auch solche Probleme bekommen? Hamburg hat, denke ich mal, was ganz wichtig ist, Geld, technisches Know-how und Platz. Sie können also anders als eine kleine Insel mit Sturmfluten umgehen und das haben sie bewiesen. Das Problem für die Zukunft wird aber gar nicht mehr die Sturmflut sein. Also wir werden unseren Blickwinkel ändern müssen. Das Problem werden Überflutungen im Hinterland sein. Also Starkregenereignisse, die zum Anschwellen von kleinen Bächen führen. Und ich glaube, auch in Deutschland haben wir da schon ganz deutlich gezeigt, gekriegt, dass das ein Problem sein wird. Es ist echt mies, was die Industriestaaten und natürlich auch wir in Deutschland mit dem Klima anrichten. Ja, es sind vor allem die sich entwickelnden Länder, die das Ganze dann im Endeffekt ausbaden müssen, wie im Fall von Ägypten, wo der Meeresspiegel ansteigt und die Landmassen absinken. Was ich aber auch interessant fand, ist das, was Frau Professor Ratter mir erzählt hat, dass es nämlich auch einige hausgemachte Probleme gibt, wie zum Beispiel bei Inselstaaten. Im Endeffekt ist es halt eine Frage der Verantwortung und die muss im Einzelfall geklärt werden, wie bei dem peruanischen Kleinbauern, der RWE verklagt. David gegen Goliath im Endeffekt. Sehr, sehr mutiger Mann auf jeden Fall. Und wenn ihr das Thema genauso spannend fandet wie wir, dann liked doch den Channel DFG bewegt. Oder wenn ihr das Video gerade schon bei YouTube gesehen habt, dann schreibt uns doch etwas hier unten in die Kommentare herein. Ich würde sagen, das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.